Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich dachte, wir nehmen euch heute mal wieder so ein bisschen mit, denn wir haben heute relativ viel zu tun, was unseren Urlaub angeht. Wir müssen einfach noch ein paar Besorgungen machen und einfach ein paar Dinge erledigen. Und da dachte ich, nehmen wir euch mit. Der erste Stopp geht jetzt zum Amt. Da habe ich nämlich vor, glaube ich, 2 Wochen meinen neuen Personalausweis beantragen lassen. Mein Alter war abgelaufen und dort wurde mir meine Geburtsurkunde nicht wiedergegeben und dementsprechend muss ich die eben noch abholen. Ich hoffe, die geben mir die ohne weiteres raus. Genau, und dann brauchen wir einfach noch so ein paar Sachen für Lia, für den Urlaub und ja, einfach so ein bisschen wollten wir euch dann da mitnehmen und wünschen euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Die Geburtsurkunde ist wieder in meinem Besitz. Die haben sie einfach zu meinen Unterlagen gelegt und ich hätte sie auch wieder bekommen, wenn ich meinen neuen Personalausweis abgeholt habe. Aber mir war das einfach zu unsicher und deswegen habe ich sie jetzt einfach abgeholt. Ist ja auch nicht weiter tragisch. Genau, wir waren gerade mit der Kleinen noch ein bisschen auf dem Spielplatz, die ein bisschen gesehen. Und jetzt geht es weiter nach Lübeck, ein bisschen shoppen und eventuell fahren wir dann auch noch auf eine Messe, die Körperweltenmesse. Da bin ich total fasziniert von und genau, das würde ich mir sehr, sehr gerne anschauen. Aber je nachdem, was wir noch alles zu tun haben. Mucki Maus. Ja, krabbelt die Mama schon wieder hier. Genau, Felix googelt gerade wegen der Körperweltenmesse. Das ist da beim Hagebau, wo immer der Flohmarkt ist. Weißt du? Ach so, Lohmühle. Ja. Ach so. Ja. So, wo ist welche Einkaufsmöglichkeit ist da in der Nähe? So, wir sind da. Von den Geräuschen fühle ich mich immer schön, wenn der Kran war. Oh ja, stimmt, die Maske. Ja, bei. Nur gucken. Zeig mal deine Schüchchen. Jetzt muss aufpassen. So, mein Lieben, wir sind wieder zu Hause, wie ihr seht. Wir waren danach noch kurz bei Audi, bei unserer Autowerkstatt und haben einen Termin für mein Auto gemacht. Das ist ja immer noch kaputt. Falls ihr da mehr Infos wollt, schaut den letzten Vlog, da habe ich das genau erzählt. Und genau, da habe ich jetzt einen Termin für nach dem Urlaub und dann wird es auch gemacht. Und jetzt wollte ich euch eigentlich noch kurz zeigen, was wir so gekauft haben. Aber ich sehe gerade, dass die Speicherkarte voll ist. Das heißt, ich werde das heute Abend machen, wenn die Speicherkarte wieder leer ist. Genau, und dann werde ich euch das alles ganz genau zeigen, was wir gekauft haben. Wir waren auch noch Schuhe kaufen für die Kleine, weil, ja, sie hatte bis jetzt nur so Adidas-Schuhe und die sind dann nicht so perfekt für, ja, so Laufanfänger. Und deswegen haben wir uns da richtig gut beraten lassen und vernünftige Elefanten jetzt gekauft. Und die werden wir euch dann auch nachher zeigen. Und euch da, ich erzähle euch da einfach noch ein bisschen mehr drüber. Aber jetzt fahren wir erstmal zu einem großen Spielplatz, damit die Kleine nochmal richtig schön ausgetobt wird. So, meine Lieben, guten Tag. Es ist der nächste Tag, wie ihr seht. Ja, wir waren gestern noch bei Felix Eltern, sind aus dem Urlaub wiedergekommen. Und da haben wir sie überrascht und haben dann noch ganz, ganz viel gequatscht. Und die haben uns ganz viel erzählt, weil wir ja selber jetzt in 2 Tagen dorthin fahren, wo die waren. Und genau. Deswegen haben die uns ganz, ganz viel erzählt und auch ein Buch gekauft. Und Lia hat ihr erstes kleines Dirndl bekommen. So süß, ich sag's euch. Genau. Und jetzt ist eben der nächste Morgen. Heute ist Donnerstag und Samstag fahren wir ja bereits. Deswegen ist heute alles auf Koffer packen und letzte Besorgungen und all sowas. Und genau, ich dachte, weil ich gestern ja nicht so viel gefilmt habe, weil einfach die Speicherkarte voll war und dann auch noch der Akku leer von der Kamera, dachte ich, komm, nimmst du sie heute nochmal mit und dann schmeiße ich einfach wieder beides zusammen. Ihr kennt das ja von mir.
Und dann schneide ich euch da so einen kleinen Vlog zusammen. Ich hoffe, es kommt heute ein bisschen mehr zusammen. Ich denke aber schon, weil ich echt, wie gesagt, total viel zu tun habe. Ich habe jetzt heute Morgen schon ganz viel zugeschnitten, weil heute mache ich auf Instagram eine ganz, ganz große Handmade-Sofortkaufsrunde. Das mache ich sehr, sehr gerne einmal im Monat. Und da ist jetzt die nächste dran. Und da habe ich wieder ganz, ganz viel genäht für euch. Und da habe ich heute und morgen noch den Rest zugeschnitten. Das werde ich jetzt auch noch nähen. Und dann heute Abend wird dann diese Sofortkaufsrunde online kommen bei Instagram. Und genau, dann habe ich das auch abgehakt vom Urlaub. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich das noch vom Urlaub schnell mache, damit meine Handmade-Kiste wieder leer ist. Ich kann euch die gleich mal zeigen. Ich habe eine so eine Expedit-Kiste und immer wenn die voll ist, mache ich eine Sofortkaufsrunde. Und die ist jetzt wieder proppevoll. Und deswegen ist mal wieder eine Runde dran. Letztes Mal hat das so gut geklappt und es kam so gut an bei euch, dass ich das auf jeden Fall ja, nochmal machen wollte. Und die kleine Maus ist schon wieder müde. Genau, was steht noch an? Wir müssen unbedingt noch zur Post heute. Ich habe noch ein paar Pakete, die ich noch vor dem Urlaub gerne abschicken wollte, damit ich einfach das auch nicht im Urlaub habe, dass ich die ganze Zeit denke, oh Scheiße, ich hätte nur noch das und das Paket abgeben müssen. Nein, ich wollte es gerne alles noch vor dem Urlaub erledigt haben. Nicht beißen, Lia, nicht beißen. Nicht beißen. Genau, nicht beißen. Genau, ich habe jetzt gerade auch schon das Bett gemacht hier und bin auch fleißig noch hier am Videos vorbereiten. Ich würde nämlich gerne meinen Laptop für die Fahrt mitnehmen und dann auf der Fahrt, wir fahren ja ganz 11 Stunden, würde ich gerne ein paar Videos schneiden. Deswegen möchte ich heute auch noch 2 Videos drehen, wenn ich es schaffe, damit ich die dann im Urlaub schön schneiden kann, auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg. Ich habe ja insgesamt 22 Stunden Zeit. Ich hoffe, da schaffe ich das ein oder andere Video. Mal gucken, wie lange der Laptop-Akku macht. Ich bin ja echt gespannt, wie viel ich das schaffe. Und sonst mache ich einfach so ein bisschen was noch im Urlaub. Ich werde ja auch die ganzen Urlaubsvlogs dann für euch schneiden und noch hochladen. Und ja, aber ich möchte euch gar nicht so viel erzählen. Ich wünsche euch einfach jetzt ganz, ganz viel Spaß hier bei unserem Tag. Und ich denke, das eine oder andere wird bestimmt zusammenkommen, was wir so, ja, filmen. So, und dann wollte ich euch noch eben zeigen, was wir gestern alles bei H&M mitgenommen haben. Das sind tatsächlich ein paar Sachen geworden und da dachte ich, zeige ich euch das einmal. Habe ich euch ja gestern gesagt, dass ich das auf jeden Fall noch zeigen werde. Das erste, was mitkam, ist dieses obersüße Kleidchen hier. Wie so ein, ja, so ein Poloshirt ist das und dann eben mit so einem kleinen Röckchen unten dran. Finde ich richtig niedlich. Ich habe mich da sofort drin verliebt. Es hat hier so ein kleines goldenes gesticktes Herz noch drauf. Und das ist in Größe 80, also gerade perfekt. Lia trägt ja gerade so 80, 86. Und das hier, finde ich, fällt sehr, sehr groß aus. Und ich denke, das ist echt perfekt gerade für ihre Größe. Das habe ich auch im Sale ergattert tatsächlich. Immer wenn ich bei H&M bin, gehe ich immer erst in die Sale-Ecke. Und es hat nur noch 6 € gekostet. War also runtergesetzt von 8 €. Und da finde ich das völlig in Ordnung für 6 €. Das süße Kleidchen hier. Die Kleine spielt gerade. So, dann habe ich ganz zum Schluss, kurz vor der Kasse, noch dieses Kleid hier entdeckt. Das fand ich auch so süß. Das hing gar nicht im Sale-Bereich, sondern irgendwo anders, bei den Jungs-Sachen, glaube ich sogar, hat irgendjemand da hingehängt. Aber ich habe das in der Sale-Ecke in Größe 68 gesehen und war total traurig, dass es das eben nicht in Lias Größe gab. Und dann habe ich das, wie gesagt, noch gefunden auf dem Weg zur Kasse. Und zwar in Größe 86. Das finde ich wirklich auch total groß. Also ich hoffe, es passt überhaupt noch diesen Sommer. Wenn wir das hier mal vergleichen mit der 80. Ja, ein bisschen größer ist es. Auf jeden Fall ein bisschen breiter geschnitten. Müssen wir gucken, wie das bei Lia sitzt. Auf jeden Fall war das auch im Sale für 7 € von 13 runtergesetzt. Also gut die Hälfte. Das finde ich mega. Und das hat hier so 2 gestickte Kirschen. Und hier oben eben so einen kleinen Tüllrock. Auch mega süß. Ich mag ja solche Sachen total gerne. Und dann der Hauptgrund, warum wir bei H&M waren, waren ja die Bodies. Und da habe ich ein Dreier-Set mitgenommen. Ihr wisst ja, oder einige wissen bestimmt, dass es bei H&M diese Aktion 3 für 2 gibt. Das heißt, wenn ihr 3 Sets kauft, die diesen grünen Punkt haben, gibt es einen davon umsonst. Und das ist bei den Bodies wirklich mega geil, weil ja. So spart ihr einfach mal 10 €. Ein Set kostet nämlich 10 € und das kriegt ihr dann einfach mal geschenkt. Und ihr habt eben jetzt 6 Bodies.
Und das ist echt mega. Also wer eine Body-Ausstattung braucht, schaut auf jeden Fall bei H&M vorbei. Wir haben eigentlich ausschließlich H&M-Bodies, weil ich finde, die sind von der Qualität einfach mega. Die halten total lange. Die Farbe ist relativ lange aktuell. Also sie ist jetzt nicht so schnell verwaschen, finde ich. Und genau, ich mag die Schnitte einfach total gerne. Und egal welche Größe, die passen einfach immer perfekt. Und dementsprechend gab es hier, wie gesagt, drei Body-Pakete. Ich zeige euch die einmal. Einmal gab es diese hier. Zum Blumenmuster. Was ich noch dazu sagen muss, es gab eigentlich fast gar keine Mädchenbodies bei uns. Also das hier war das einzige Set. Und dann gab es noch ein Kurzarmset mit Zitronen drauf. Aber da hat mir der andere gelbe Body nicht gefallen, weil ja, ich ziehe der Kleine nicht so gern gelb an. Weiß ich nicht, ich mag das im Sommer einfach nicht so wegen den Tierchen. Und genau, deswegen war das hier eigentlich fast das einzige Set, was wirklich rosa war. Die anderen waren auch gar nicht in ihrer Größe da. Wie gesagt, hier einmal mit den Blumen und dann hier einmal in rosa. Ich mag das hier oben auch total mit diesen, ja, so ein bisschen Flügelärmeln und hier mit dieser Schleife. Und die sind auch schon in 86, damit sie einfach jetzt den Sommer was davon hat. Weil 80 wird schon langsam knapp bei den Bodies wegen den Stoffwindeln. Und genau, 10 Euro kostet das Set, wie gesagt. Aber gibt ja eins umsonst. So, dann habe ich noch mitgenommen so Axel-Shirts hier. Die gab es auch in rosa, allerdings nicht in Lias Größe, nur in 68 und 98. Und dementsprechend bin ich hier einfach auf was Neutrales. Wie sagt man? Habe ich zu was Neutralem gegriffen. Und zwar einmal weiß mit Sternchen. Und einmal so ein grau geripptes. Das mag ich total gerne. So geripptes. Genau, und deswegen gab es einmal so Axel-Shirts. Die finde ich stehen Lia unglaublich gut. Wir haben jetzt ein so ein Axel-Shirt und ich finde das. Sieht einfach total niedlich aus. Auch die habe ich in 86 mitgenommen und auch da kostet das Set, wie gesagt, 10 Euro. Und das Lia schleppt hier mir übrigens gerade alles an. Und das letzte Set war einmal das hier mit den Ankern. Das hat der Felix ausgesucht. Genau, einmal so Anker und einmal ganz normal dunkelblau. Auch wenn das jetzt Jungsfarben sind, finde ich das absolut in Ordnung. Und ich finde, das sieht auch total süß aus mit einer rosanen Shorts oder so. Also das kann man richtig gut tragen als Mädchen. Und ihr wisst ja, ich bin da sowieso nicht so, ne? Also Lia Größe 50, 56 war fast ausschließlich grau, senfgelb und so. Das wisst ihr ja. Und ich bin da nicht so auf Mädchen. Also klar darf man das ein oder andere Kleidchen her. Aber Lia zieht auch ganz, ganz viel blau an. Ich habe da wirklich gar keine Probleme mit Farben. Sind für alle da. Jungs dürfen auch rosa anziehen. Gar kein Problem. Genau, wie gesagt, einmal mit Ankern, einmal in dunkelblau. Und die sind eben auch nochmal kurzarm. Perfekt für den Urlaub jetzt. Das huscht auch heute alles in die Wäsche, damit wir das alles noch mitnehmen können in den Urlaub. Ich hoffe, dass die Waschmaschine bis dahin durch ist. Aber ich denke schon, wir haben gutes Wetter. Wird alles draußen in die Sonne gehängt. Und dann ist gut. Und dann, genau, können wir das einmal heute gleich alles auspacken. Und dann, wie gesagt, schon mitnehmen. Und Lia trägt schon ihre Kleidchen durch die Gegend. Hübsch, ne, mein Schatz? Super süß. Guck mal. Da müsst ihr auf jeden Fall Fotos drum machen. Ich finde das so süß, Leute. Ne? Das fällt so schön. Mega begeistert bin ich. Mama ist mega begeistert, Lia. Ne? Das ist auch schön, danke. So. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja. So, habe ich den Haul auch schon mal abgedreht. Genau, wir haben auch noch Schuhe gekauft. Die kann ich euch auch mal eben zeigen. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass wir bei dem Thema wirklich total unsicher waren, weil die Kleine hat halt jetzt so Lederpuschen. Ja, das sind einfach so kleine Lederschüchen mit einer etwas härteren Sohle. Und die haben wir extra anfertigen lassen. Und die hat Lia dann von meiner Schwester bekommen zum Geburtstag. Und ja, ich war immer der Meinung, die sind richtig gut. So, da war mir selber aber das Problem, und ich habe mir gedacht, okay, das sind ja immer nur so kleine Schlappen. Vielleicht brauchst du noch mal was Festeres. Und ich habe damals in der Schwangerschaft schon so Adidas-Schuhe gekauft. Ist einfach mega niedlich, sieht man überall diese kleinen Kinder mit den Adidas- und Nike-Schuhen. Und ich dachte, ach komm, super süß brauchst du. So, habe ich in der Schwangerschaft, wie gesagt, schon. Nee, da war Lia gerade 2 Wochen alt oder so, da haben wir die gekauft. Und
Genau, und jetzt war ich aber der Meinung, okay, wir fahren in den Urlaub und Lia braucht mal festeres Schuhwerk, weil mit diesen Lederschlappen dann in den Bergen, ich weiß nicht, wie sie läuft, ob sie überhaupt läuft oder ich wollte einfach was Festeres und dann habe ich gedacht, ja, wir haben ja die Adidas-Schuhe, gar kein Problem und die trägt sie ja jetzt auch schon, so seitdem sie läuft, trägt sie diese Adidas-Schuhe eigentlich und auf Instagram darf ich mir aber immer wieder anhören, ey, das ist nicht gut für die Füße, was soll das, ne, das arme Kind und so. Und dann habe ich mich selber mal belesen, weil tatsächlich hatte ich davon gar keine Ahnung. Ich dachte, die Adidas-Schuhe sind halt gut, ne, die tragen halt so viele auf Instagram, alle tragen diese Adidas- und Nike-Schuhe. Ich dachte, ach, perfekt, ne. Und genau, deswegen dachte ich, ja, perfekt, Adidas-Schuhe passt. Und dann habe ich mich aber belesen und ganz, ganz viel recherchiert und mit ganz, ganz vielen Mamis auf Instagram auch geschrieben. Und mir wurden Barfußschuhe empfohlen und da bin ich jetzt auch ganz, ganz, ja, angetan von. Also das nächste, was jetzt kommt, sind auf jeden Fall so ein paar Barfußschuhe. Da könnt ihr mir ja gerne auch eure Erfahrungsberichte in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr da ja was. Ich habe mir da schon eine Firma rausgeguckt, aber ich bin mir da, wie gesagt, noch sehr, sehr unsicher. Ich möchte mir da einfach noch ein bisschen mehr belesen. Und dann waren wir jetzt aber trotzdem nochmal bei Deichmann gestern und haben uns richtig lange beraten lassen. Also ich glaube, wir waren über eine Stunde im Deichmann. Und haben uns dann jetzt auch für ein paar Schuhe entschieden. Das werde ich euch jetzt zeigen. Das ist nämlich von Elefanten. Die Firma wurde mir überall empfohlen und ich selber kenne ja auch Elefanten. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, Elefanten, was, das sind doch Tiere. Ich kenne diese Firma und ich weiß auch, dass sie echt gute Schuhe machen und dass sie auch total teuer sind. Aber ich war in dem Thema so gar nicht drin, ne? Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kannte mich da nicht so gut aus. Da stehe ich auch voll zu. Aber jetzt ja, haben wir die perfekten Schuhe gefunden, unserer Meinung nach. Wir wurden, wie gesagt, sehr, sehr gut beraten, sehr, sehr lange beraten. Mein Arm tut schon weh hier. Und haben jetzt, wie gesagt, ein Schuhpaar von Elefanten gekauft. Ich weiß nicht, falls ihr das nicht kennt, das sieht so aus. Und ich kann euch die Schuhe mal zeigen. Die waren auch gerade im Sale tatsächlich. Und deswegen waren die total günstig. 30%, glaube ich, gab es. Und zwar sehen die Schuhchen so aus. Das sind sozusagen so die ersten Laufschuhchen. Ich kann euch das mal auf dem Karton zeigen. Das hat uns die Verkäuferin auch gesagt. Bei den Schuhchen muss immer da diese 1 drauf sein in diesem grünen Kreis. Und das heißt dann, das sind so die ersten Schuhe, wenn die Kinder anfangen mit Laufen. Dann gibt es bei Elefanten noch eine Größe 2 und eine Größe 3. Und die 3 sind halt so richtig hart, schon für etwas größere Kinder. Ich stehe gerade vorm Spiegel, hält sich die Bodies so vor. Genau, und wir haben hier, wie gesagt, die Größe 1. Das heißt, die Sohle ist auch richtig, richtig weich. Ich kann das hier mal demonstrieren. Also, wenn man die so faltet, ne, ihr seht, die sind richtig weich. Und hier auch an der Seite. Also, die kann man richtig schön zusammen drücken und genau, das ist eben ganz wichtig bei den Kleinen. Die Verkäuferin hat uns gesagt, am besten immer so viel wie möglich barfuß laufen, also alles, was geht, immer barfuß und das machen wir an sich auch. Also die Kleine läuft bei uns hier zu Hause komplett barfuß, auch kaum in Socken, also eigentlich komplett barfuß. Im Garten meistens auf Socken oder so. Gestern auch komplett barfuß, also es ist ja gerade das Wetter, dass man da barfuß laufen kann. Und sonst eben, wie gesagt, in diesen Lederschlappen. Aber wir wollten jetzt, wie gesagt, für die Berge oder mal für schlechtes Wetter sind die Lederschlappen ja auch nicht so gut, wenn es zum Beispiel regnet oder so. Da wollten wir halt schon ein bisschen was Festeres. Und deswegen haben wir uns, wie gesagt, für diese hier entschieden. Die sind in so einem Weinrot. Wir haben die auch imprägnieren lassen, dass die jetzt auch wasserdicht und schmutzabweisend sind. Kann man ja direkt bei Deichmann machen lassen. Und genau, das sind so ganz normale Halbschuhe. Ich fand die einfach vom Aussehen total süß. Und das ist jetzt die Größe 21, die passt auch perfekt. Da haben wir extra messen lassen. Und genau, so sehen die eben aus. Die haben jetzt gekostet 27,90. Also es gab 30%, vorher haben sie 40 gekostet. Und das finde ich absolut in Ordnung. War wie gesagt im Sale und das waren auch die letzten in dem Design, sage ich mal. Also es waren die letzten. Und dann auch noch in Lias Größe. Also die haben irgendwie förmlich nach uns geschrien, die Schuhe. Und genau, da sind wir jetzt auch mega zufrieden mit und hoffen mal, dass die Kleine die gut trägt. Also wir haben die Kleine, wie gesagt, auch ein bisschen laufen lassen und sie lief da drauf echt total gut. Und genau, ihr könnt ja, wie gesagt, gerne mal Meinung in die Kommentare schreiben, was Kinderschuhe angeht. Ich finde, das ist so ein schwieriges Thema,
bei Kindern, weil man halt auch immer das Richtige machen will, aber viele wissen es halt einfach nicht, so wie ich zum Beispiel. Viele wissen es halt einfach nicht, wie es richtig gemacht wird. Und da sollte auf jeden Fall viel, viel mehr informiert werden über das Thema. Das finde ich einfach super wichtig. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, dann können wir auch gerne so ein bisschen diskutieren darüber. Es gibt ja auch viele, die einfach eine ganz andere Meinung haben. Aber man muss ja auch nicht direkt frech werden, sage ich mal, auf Instagram. Wie gesagt, ich durfte mir echt einiges anhören, aber ich wusste es halt einfach nicht besser. Und genau. Wir haben jetzt diese Schuhe und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen habt. Jetzt habe ich euch echt ganz schön voll gelabert hier. Aber ich hoffe, ihr ja, verzeiht mir. Vielleicht, ja, ist egal, ich spreche jetzt über das Thema Schuhe nicht mehr. Ich habe euch die jetzt gezeigt und gut ist. Ich werde jetzt, was mache ich jetzt? Irgendwas hatte ich gerade. Genau, ich werde jetzt die Pakete packen, die ich noch versenden muss, wie gesagt. So, meine Lieben. Die Kleine hat Mittagsschlaf gemacht und ich habe in der Zeit zwei Videos für euch gedreht. Und ja. Mehr habe ich auch tatsächlich nicht in ihrem Mittagsschlaf geschafft. Also ich habe einfach nur zwei Videos gedreht. Nun ist die Kleine Maus wach. Und ich werde jetzt gleich Mittagessen machen. Habe die Kartons alle verpackt, beziehungsweise die Pakete. Aber habe es leider nicht mehr geschafft, das zur Post zu bringen, weil es dann doch schon 12 Uhr war. Und um 12 machen die bei uns die Mittagspause. Und dementsprechend mache ich das dann gleich. Ich guck mal, wie spät ist es überhaupt. Gleich 14 Uhr, um 14:30 Uhr machen die wieder auf. Ich denke, dann fahre ich ungefähr los. Mal gucken, meine Eltern fahren ja auch gleich in Urlaub. Werden wir auch gleich nochmal Tschüss sagen gehen. Und ja, ein paar Sachen regeln. Und ja, dann geht's ans Kofferpacken und ich muss auch noch ein bisschen was nähen. Tatsächlich, da kam ich jetzt gar nicht zu, aber irgendwie. Oh, Schatzi, pass auf! Irgendwie ist heute schon wieder gar nicht mein Tag. Mit Bauchschmerzen seit gestern und so. Ich fühle mich irgendwie gar nicht gut. Ja, aber wir werden jetzt, wie gesagt, erstmal Mittagessen. Ich mache heute Wikinger-Topf. Das geht immer relativ schnell und schmeckt unglaublich gut. Und dann werde ich, ja, wahrscheinlich zur Post fahren. Mal gucken. Vielleicht bekomme ich Felix auch überredet, dass er morgen ein bisschen früher Feierabend macht. Dann könnten wir das morgen noch wegbringen. Weil das ist echt viel und das allein mit Mucki wegzubringen ist eigentlich fast unmöglich. Genau, da muss ich mir nur irgendwas einfallen lassen. Also es sind fünf große Pakete, die ich nicht mal allein getragen bekomme. Und dann noch mit Baby und dann noch ganz viele kleine Pakete. Also es ist einfach, ja, mega, mega viel. Aber mal schauen. Was hast du da? Ja, da steht mancher Teams, hat sie gerade durch die Gegend getragen. Die müssen wir auch noch aufräumen, ne? Mein Hase. Wir müssen noch Koffer packen. Ja. Gibst du mir das mal, was du da im Mund hast? Gib das Mama mal. Bah, geht. So. Ja, was machst du da mit deiner Kiste? Wo ist denn der Unterteil? Oh, was hast du denn damit gemacht, Schatzi? Oh, was hast du damit denn gemacht? Mit dem süßen Wittelpuschi? Ja. Ne, mein Schatz, da müssen wir auch noch aufräumen. Da habe ich gleich vorhin zugeschnitten. Das ist noch der ganze Zuschnitt, ne? Ja. Okay. Das Kofferpacken-Chaos hat begonnen. Ich habe es ja echt vor mir hergeschoben, ne? Aber jetzt ist es langsam soweit. Ich mutt. Ich habe jetzt eine Liste, was noch fehlt. Und
Ja, habe jetzt hier noch einen Riesenhaufen für Lia. Hier sind noch ein paar Wetbags, weil wir mit Stoffwindeln wickeln im Urlaub. Und hier habe ich Lias kleine Apotheke mit Fieberzäpfchen und sowas. Das muss auch noch mit. Da hinten sind noch Felix Sachen. Die kommen nachher auch hier oben mit rein, weil ich habe für mich und Felix wirklich hier unten nur dieses kleine Abteil vom Koffer und Lia kriegt das hier oben. Ja, ich bin soweit fertig. Ich brauche nur noch ein bisschen Unterwäsche und so. Und dann bin ich fertig. Und für Lia habe ich jetzt hier noch ein paar Sachen zusammengesucht. Ist echt total schwierig, weil man halt eben nicht weiß, wie warm es wird. Und es muss ja auch bequem sein für das Wandern und so. Dementsprechend habe ich jetzt hier einmal so eine kleine Querbeet-Sache rausgesucht. Und wie gesagt, kommen dann noch die Stoffwindeln dazu. Die werde ich nachher hier in den großen Redbag irgendwie reintun. Die da drin aufbewahren. Weil wir den ja nachher voll, beziehungsweise werde ich da waschen, aber wahrscheinlich auch trotzdem ein bisschen voll wieder mitnehme. Und dann ist der sowieso voll, dann haben wir nachher auf dem Rückweg kein Platzproblem. Dann ist er auf dem Hinweg auch voll und auf dem Rückweg voll. Genau. Deswegen werde ich die Stoffwindeln da rein tun. Und dann habe ich hier einfach noch ein paar Wetbags für unterwegs, wenn wir wandern. Und beziehungsweise wenn der große nachher nicht mehr ausreicht, können wir hier auf die drei kleinen zurückgreifen. Und hier habe ich auch noch eine Wickelunterlage, die werden wir dann mitnehmen, wenn wir wandern gehen, damit ich sie mal auf der Bank oder so wickeln kann. Deswegen haben wir noch die Wickelunterlage dabei. Genau, dann wie gesagt, ihre Apotheke, ihre Klamotten und genau, hier ist noch die Liste, was halt eben noch fehlt. Das werde ich heute auf jeden Fall alles noch fertig packen, damit es morgen alles ins Auto kommt und dann geht's ab die Post. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das alles schon erzählt habe hier auf YouTube. Also auf Instagram habe ich eine ganz, ganz lange Story gemacht. Aber auf YouTube weiß ich gar nicht. Also wir fahren auf jeden Fall in die Berge. Und wir haben uns ja auch so eine Rückentrage gekauft extra für die Berge. Und genau. Das wollte ich jetzt nur kurz sagen. Was ganz wichtig, wir müssen auf jeden Fall noch Sonnencreme kaufen nachher. Das werde ich, denke ich, nachher. Oder morgen. Morgen wollten wir nämlich noch einkaufen gehen. Weil wir noch Verpflegung brauchen für die Fahrt und so. Und da wollten wir dann morgen Abend noch schnell einkaufen gehen, damit es auch alles frisch ist. Irgendwas wollte ich noch. Genau, wie gesagt, Sonnencreme brauchen wir noch. Weil ich habe vorhin auf Instagram gelesen, dass wohl die UV-Strahlen im Moment richtig, richtig stark sind. Und wir haben nur so eine ganz kleine Tube Sonnencreme da. Und die ist auch schon so fast leer. Also das reicht auf jeden Fall nicht. Deswegen wollte ich da noch mal kurz was holen. Ja. Und sonst, glaube ich, haben wir eigentlich alles. Ich müsste noch mal nach dem Rucksack nachher schauen, ob ich da was Passendes habe. Muss ja auch bequem sein. Mal gucken. Ist auf jeden Fall echt anstrengend, so für den Urlaub zu packen mit Baby. Kleine hört übrigens gerade hier ihre Toni-Box. Und jetzt hört im Hintergrund. Ja. Und trägt die ganze Zeit was auf die Gegend. Was machst du damit jetzt? Boah, Klebeband. Gib mal, Mama. Danke. Klebeband. Genau, und hier. Oh. Oh Mann, oh Mann. Da läuft eben ihre Toni-Box, ne? Was hast du denn da jetzt schon wieder? Oh, gib das mal, Mama. Ja, oh, genau, ein Vogel, ja. Vogel. Fürs Badezimmer, weil die Katzenbabys haben meine komplette Deko runtergeschmissen, ist alles kaputt gegangen. Noch einer, genau. Gib mal her zu Mama, nicht, dass du die auch runterschmeißt. Noch ein zweiter. Weil, wie gesagt, die Katzen haben alles kaputt gemacht. Oh, das ist aber schwer, genau. Boah, das habe ich auch noch mitgenommen letztes Mal. Das ist auch fürs Bad, wollte ich das haben. Das ist einfach so eine kleine Dose. Ich fand die total schön. Und da kann man jetzt zum Beispiel Tampons und sowas rein tun. Ich finde, das sieht dann immer ganz edel aus, anstatt wenn da irgendwo eine Tamponpackung liegt oder so. Deswegen fand ich die ganz passend fürs Bad. Oh, jetzt hast du aber einen schweren Karton erwischt. Boah, ja, der ist schwer. Den tun wir mal hier hin, ne? Und jetzt nur noch zwei kleine Latzhosen drin und unser neues Schnittmuster. Ne? Das habe ich vorhin ausgedruckt. Ein neues Schnittmuster.
absoluter Lieblingsschnitt, was Strampler angeht. Habe ich schon ganz, ganz oft genäht, aber mein Schnitt musste aber irgendwie weg und deswegen habe ich es nochmal neu ausgedrückt. Ja, tust du es hier wieder rein, die Versandtaschen? Danke. Diese zwei Latzhosen können wir auch wegräumen. Kann ich auch nochmal zeigen. Und die sind so süß, die sind in Größe, die hier ist in 56 und die sind 62. Genau, für Baby Nummer 2. Und nein, ich bin nicht schwanger, falls die Frage wieder kommt. Aber ich fand die so süß. Ich habe die auf Mami-Kreise gesehen und dachte, oh nee, kann ja wohl nicht sein. Muss ich kaufen. Und wir wissen ja auf jeden Fall, es gibt ein zweites Baby und die Farben sind ja auch relativ neutral. Und deswegen habe ich das einfach mitgenommen. Aber wie gesagt, nein, ich bin nicht schwanger. Aber ja, musste einfach her. Ne? Manchmal muss man einfach kaufen. Ne? Manchmal muss man einfach. Ja, die räumen wir jetzt auch direkt weg. Für Baby Nummer 2 in die Schachtel, ne? Du denn da? Kuckuck! Danke. Hier müssen wir auch immer noch aufräumen. Lia, hilfst du mir? Guck mal, hier tut es mal in den Müll. Guck mal hier. Tut es mal hier in den Müll rein. Hier rein. Oh, toll! Super, Hase. Hilfst du Mama? Alles in den Müll? Ja, super! Ja, toll machst du das. Ja, das auch, genau, super. Ja, toll, Hase. Super. Das auch, genau, super. Oh, super, mein Schatz. Oh, du bist so toll, super. Hase? Ja, Hase, genau. Das auch noch hier rein. Hier ist auch noch ein bisschen was. Zack. Hm? Guck mal, Mucki, da hinten ist auch noch was. Lia, guck mal. Nee, nicht wieder ausräumen jetzt. Das ist reinräumen, Lia. Guck mal, Lia, da ist noch was. Hm? Ja, das kannst du auch hier reintun, genau. Danke. Ja, danke. Danke, Schatz. Toll. Super. Danke. Danke, danke, danke. Das ist übrigens so süß in dieser Leggings hier, ne? Schnuckelig. Ja. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist mal wieder ein neuer Tag, aber ich dachte mir, komm, hast du 2 Tage zusammengeschmissen in einen Vlog, kannst du auch 3 Tage in einen Vlog zusammenschmeißen. Ich bin gerade aufgestanden, wie ihr vielleicht noch sehen könnt. Und ja, morgen geht's los für uns und es steht einfach noch so viel an. Ich habe gestern tatsächlich noch abends die Sofortkaufsrunde auf Instagram gemacht, was noch so viel Arbeit war, das alles zu fotografieren, online zu stellen und ich war echt fertig mit den Nerven. Ja, und jetzt heißt es wirklich komplett Koffer packen, Wäsche waschen, alles ins Auto bringen und heute Abend noch einkaufen und noch zur Post. Jo, heute ist eindeutig voll. Ich stehe jetzt hier gerade in unserer Wäschekammer. Stehen unsere Waschmaschinen und wollte einmal unsere Stoffwindeln anschmeißen. Die muss ich nämlich jetzt noch raushängen, damit die hoffentlich bis heute Abend trocken sind. Ich hoffe sehr auf die Sonne heute. Dann schaffen wir das nämlich. Weil wir wollten die ja mitnehmen, das wisst ihr ja. Und genau, deswegen müssen die sich sauber sein und frisch. Und genau, da habe ich jetzt hier einmal den ganzen Korb voll, also die müssen wir auch waschen, weil die Stoffwindeln, die ich jetzt noch im Schrank habe, sind einfach zu wenig für eine Woche. Obwohl wir da ja auch waschen können, aber dennoch, ja, hätte ich schon gern alle, beziehungsweise fast alle Stoffwindeln dabei. Die wir heute halt noch brauchen, die nehme ich jetzt nicht mit. Das wäre ja ein bisschen doof, wenn ich dreckige Stoffwindeln mitnehme. Die stelle ich einfach hier runter und wenn meine Mutter einfach noch eine Waschmaschine hat, dann kann sie die einfach damit reinschmeißen. Genau. Wir waschen die übrigens immer getrennt, also nicht mit irgendwelchen anderen Sachen zusammen. Meistens so mit Putzlappen oder sowas, aber nicht jetzt mit unseren ganz normalen Klamotten. Das wäre ein bisschen eklig. Genau, das mache ich jetzt kurz. Und dann muss ich das Ganze aufhängen nachher, wenn es trocken ist. Und ja, ich habe einfach so viel zu tun. Aber ihr werdet sehen, was wir heute machen.
mein Lieben. Wir waren jetzt gerade bei der Sparkasse. Durch mein neues Handy ging irgendwie mein Online-Banking nicht mehr. Das musste ich jetzt einmal neu freischalten lassen. Irgendwie, keine Ahnung, Felix kennt sich damit am besten aus. Der macht das immer für mich. Genau, das habe ich jetzt gerade eben gemacht. Und schön auf dem Rückweg, schön im Stau, weil alle zur Küste fahren, die bei uns ja hier um die Ecke ist. Ja. Gut, wir haben jetzt schon 30 Grad draußen. Wir waren gerade draußen am Pool und haben mal geschaut, wie warm der schon ist. Aber ich finde, er ist noch ein bisschen zu kalt. Aber vielleicht gehen wir nachher mal eine Runde rein, mal schauen. Jetzt ist die Waschmaschine gleich fertig. Das ist natürlich super, weil dann kann ich das auch noch aufhängen. Die schleudert gerade nur noch kurz. Und dann hänge ich das eben auf. Und dann trocknet das hoffentlich bei den 30 Grad draußen relativ schnell. Heute Abend soll es noch gewittern. Bin ich mal gespannt. Ja, ob es noch gewittert und ob es dann noch trocken wird bis dahin. Jetzt werde ich aber erstmal Mittag machen für mich und die Kleine. Ich habe noch ein bisschen was von gestern da, das mache ich kurz warm und dann wird die Kleine auch schlafen, weil die ist todmüde. Ich habe im Autofahren auch schon fast eingeschlafen. Ja, und dann werde ich noch den Rest Koffer packen, die restlichen Sachen, die eben noch fehlen. Und dann mal schauen, es ist voll dunkel hier draußen. Ein paar Wolken sind auf jeden Fall da, aber mal schauen. Mal gucken. Genau, so, während es mal hoch, wie gesagt, essen. Einmal essen, mein Schatz. Wollen wir essen gehen? Komm. Ja, ein Ball, genau, ein Ball. Ball, super. Er hat übrigens so einen kleinen Sommerromper an. Richtig süß. Ball, genau. Hui. Wir wollen ja ein bisschen im Garten, ein bisschen Ball spielen, ne? Ja? Hier ist auch noch saubere Wäsche, die ist trocken. Die habe ich heute Morgen schon abgehangen. Und da muss ich schauen, was wir noch mitnehmen wollen in den Urlaub. Auf jeden Fall die einzigste kurze Hose. Die muss auf jeden Fall mit. Ja, und sonst habe ich hier die Post, wie gesagt, alles voll. Müssen wir heute Abend auch noch wegbringen. Schatzi, was machst du denn da? Was machst du denn hier? Hm? Und gestern kam auch noch unsere HelloFresh-Box. Ja, ich tüffel, habe einfach vergessen, das Abo zu pausieren. Ich mache das eigentlich immer. Aber genau die eine Woche habe ich jetzt irgendwie vergessen, ist irgendwie total untergegangen. Und jetzt kam gestern die HelloFresh-Box und wir fahren morgen in Urlaub. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das meinen Eltern da lasse, das Essen. Ich habe auch schon die bei eBay reingestellt, falls irgendjemand Lust hat, irgendwie die zu haben oder so, weil die ist ja vollständig und das sind ja super Sachen. Und die waren ja auch total teuer. Das alles verderben zu lassen, wäre jetzt total blöd. Und genau, ich denke, dass ich sie meinen Eltern dann da lasse. Die werden da bestimmt was zaubern können. Ja, mal gucken. Das ärgert mich total, weil es halt eben jetzt auch total viel Geld war, was jetzt einfach für den Urlaub nicht da ist. Und ja, das ärgert mich einfach ein bisschen. Aber ist jetzt so, meine eigene Blödheit sozusagen, kann man jetzt nichts machen.
So, wir sind gerade eingekaufelt. Haben wir das in der Kamera gekriegt? Brauchen jetzt. Brauchen jetzt Sonnencreme. Weil es ja ein bisschen wärmer werden soll. Genau, die da hatten wir von Altera, die mochtest du ja nicht so, ne? Nee. So irgendeine große Packung. Mitnehmen irgendeins von diesen hier. Eine große? Ja, hier von diesen Sun. Ich suche gerade so einen Eimer. Die sind aber gut. Wo du den ganzen Arm reinstecken kannst. Diese hier. Guck mal hier. Was mit Lady? Sun Ocean? Ist doch das gleiche. Oh. Haben wir jetzt gefunden. So, ich habe jetzt gerade bei Rossmann noch mal schnell so ein paar Erdbeerkekse mitgenommen für Lia. Ich dachte vielleicht, wenn wir fahren, dass sie so ein bisschen was naschen kann, haben wir jetzt auch noch nie probiert, Erdbeerkekse. Also ja, ich bin sehr gespannt und passend dazu habe ich ihr noch ein Gläschen mitgenommen. Ich weiß nicht, einige von euch wissen ja bestimmt, Lia ist absolut Gläschenhasser. Also als Baby hat sie mal diese Karotten- oder Pastinaken-Gläschen gegessen, aber sonst hasst sie Gläschen und ich hoffe, sie isst das hier. Ich habe ihr einmal mitgenommen, Erdbeer mit Himbeere in Apfel. Ich dachte, das passt so gut. Apfelmus tatsächlich liebt sie total und deswegen dachte ich, passt das. Wir probieren es einfach aus. Meine Güte, sieht ja schon ein bisschen eklig aus, ne? Sieht das da so absetzt? Naja, gut. Werden wir probieren morgen für die Fahrt. Wir haben jetzt auch noch ein paar andere Sachen für die Fahrt mitgenommen. Also für uns. Ich mache noch ein paar Pizzaschnecken. Dann habe ich noch Laugenstangen zu Hause. Und all solche kleinen Snacks mache ich halt. Dann nehme ich euch aber in dem anderen Vlog mit. Oder vielleicht in diesem nochmal schauen. Genau. Und jetzt fahren wir noch kurz zum Döner. Ich wollte Mittwoch bereits einen Döner haben. Aber da hatte der Dönermann leider keine Pommes. Beziehungsweise war die Fritteuse kaputt. Und dementsprechend hole ich mir jetzt einen Döner, weil ich heute noch kein richtiges Mittagessen gegessen habe. Genau, Felix hat keinen Hunger, also nicht so doll. Und ja, dann werde ich vielleicht gleich noch mal kurz in den Pool springen, je nachdem wie warm das gleich noch ist, wenn wir zu Hause sind. Weil ich mich einmal komplett abkühlen muss oder ich gehe einmal kalt duschen oder so. Auf jeden Fall muss ich mich einmal abkühlen, ja, weil... Auf jeden Fall nachher mal duschen gehen. Ja, weil das ist echt, es ist so warm. Wir haben hier den ganzen Tag 30 Grad und das ist echt ätzend. Also ich bin ja gar nicht so ein Sommerkind. Ne? Ich bin so 22, 23 Grad. Das ist so meine Temperatur. Aber Sommer, nicht so meins. Ja, Erdbeerkekse. Probierst du morgen, ne? Ja? Sieht lecker aus, ne? Mama will auch einen probieren. Nam nam, genau. Hier ist auch dein Gläschen. Und swupsi wups sind wir wieder daheim. Ja, jetzt wartet noch auf uns, komplett aufräumen, die komplette Wohnung, weil ich bin echt so jemand, ich fahre nicht in Urlaub, wenn irgendwie was dreckig ist oder so, weil dann weiß ich ganz genau, wenn ich aus dem Urlaub komme, muss ich putzen und so. Und das mag ich nicht, deswegen möchte ich alles sauber haben, alles paletti. Und dementsprechend wird hier gleich nochmal schön der Putzlappen geschwungen. Ja, ich werde jetzt aber gleich erstmal meinen Döner essen und dann werden wir, wie gesagt, vielleicht nochmal kurz im Pool springen und uns nochmal kurz abkühlen für die Nacht, weil Mucki wird alle 20 Minuten wach nachts, einfach weil es viel zu warm ist. Und deswegen werden wir uns nach dem Urlaub auch direkt so einen Ventilator holen oder so. Weil sonst schwitzt man sich hier oben im Dachgeschoss echt zu Tode. Also wir haben schon extrem gut gedämmt, das wisst ihr ja, die meine Bauvlogs verfolgen. Und es ist auch nicht so warm wie in üblichen Dachgeschosswohnungen, aber dennoch ist es natürlich hier oben trotzdem warm, weil wir auch in 20 Meter Höhe fast sind. Also wir sind hier das höchste Haus im Umkreis und dann ja, sind wir schon relativ nah oben an der Sonne, würde ich sagen. Ich wollte euch jetzt mal kurz zeigen, was ich vorhin genäht habe für die kleine Maus. Weil ich glaube, ihr seht auch, hier ist überall Chaos. Ne? Ich wollte gar nicht den Boden sehen, ich zeige ihn euch gleich. Einfach nur für mehr Realität hier auf YouTube. So, hier ist das Licht besser. Ich habe noch ein paar Höschen für die Kleine genäht. Genau, weil sie nicht so viele, kurze Hosen hat. Und zwar einmal diese hier in rosa. Das ist so ein Rippenjersey. Dann habe ich dieselbe, das ist alles ein Schnittmuster. Einmal in diesem Don't Worry Stoff. Da hatte ich noch so ein kleines Rest über, weil ich für die Kleine eine große Pumphose genäht habe, eine lange. Und da hatte ich noch so ein kleines Rest über und wollte es eigentlich schon in meine Restekiste schmeißen. Habe dann aber vorhin nochmal geguckt und es hat perfekt gepasst für das Schnittmuster. Und deswegen habe ich nochmal kurz hier eine kleine Hose draus gemacht. Und als Bündchen habe ich hier einfach den Kombistoff dazu genommen. Und zwar hier diesen Regenbogenstoff. Genau, finde ich auch super süß. Und dann hat sie ja so einen schönen Body. Ich weiß nicht, ich glaube, den habe ich euch schon mal gezeigt. Und dazu habe ich jetzt nochmal so eine
Kurze Hose genäht hier in dem gleichen braunen Stoff mit so zwei kleinen Knöpfen. Das hier ist nämlich der Body, den habe ich extra jetzt für den Urlaub genäht, weil der hat eben so Berge drauf und wir fahren ja in die Berge. Und deswegen habe ich hier so einen Langarmbody genäht und dazu wollte ich dann eben hier diese kurze Hose haben und so hat sie so ein richtig süßes Outfit. Eigentlich wollte ich dazu noch eine lange Hose machen und dann nochmal einen Kurzarmbody nähen, eben für die kurze Hose, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und deswegen gibt es hier eben langer Body, kurze Hose, passt auch. Und genau, eben hier aus dem gleichen Stoff, wie ich hier das Bündchen gemacht habe, ist auch wieder so ein Rippenjersey. Stehe ich total drauf, sieht so schön aus. Ich werde jetzt gleich mal anprobieren. Ich habe das nämlich schon genäht in 92, 98, also einfach ein bisschen größer, weil der Schnittmuster sah so klein aus und ich dachte, nee, das kann doch nicht sein. Und ja, jetzt ist es einfach viel zu groß, aber ich hoffe, es passt ihr trotzdem. Ich werde es ihr mal anprobieren und dann ja, schauen wir mal, wie es passt. Genau, und jetzt werde ich erstmal aufräumen. Die Kleine spielt gerade mit unserem Staubsaugerroboter rum. Und die Stoffbänder, die ich vorhin aufgehängt habe, sind auch schon trocken. Felix kommt die Treppe nicht hoch. Schaut ihn euch an, Leute.